Egal wie sehr ein Narzisst dich anfangs zu lieben scheint. Sobald die anfängliche Verliebtheit vorbei ist und diese Person denkt, dass du ganz ihr gehörst, wird sie dich hassen. In diesem Beitrag geht es um die Gründe. Das solltest du wissen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. 9 Gründe, warum Narzissten dich als Partner hassen werden. Es gibt zahlreiche Gründe, warum Narzissten dich als Partner hassen werden. Das ist die typische Reaktion der meisten Narzissten. Hier sind einige der Dinge, die auffallen. Erstens, Narzissten hassen deine Unvollkommenheiten. Egal wie attraktiv du diesem Menschen anfangs erschienst, sie beginnen deine Unvollkommenheiten zu bemerken. Deine langen Haare fallen ihm ins Gesicht, deine kurzen Haare sind zu maskulin. Du trägst zu viel oder zu wenig Make-up. Du bist nicht schlau genug oder du bist zu schlau. Wenn du nicht perfekt bist, dann werden sie anfangen, dich zu hassen. Kein Wunder. Narzissten verlieben sich in eine Idee. Sie haben eine Vorstellung, wie sie mit dir gesehen werden wollen, welchen Eindruck sie machen wollen. Die Ansprüche sind aber übersteigert und sehr einseitig. Was mit dir und deinen Bedürfnissen ist, zählt nicht. Du sabotierst die Illusion und dafür hassen sie dich. Zweitens, Narzissten hassen deine fehlende finanzielle und sonstige Unterstützung. Narzissten gehen davon aus, dass sie alles bekommen, was sie wollen, wenn du sie wirklich lieben würdest. Geschenke, Miete, Raten für das Auto, Lebensmittel und allerlei einseitige Aufmerksamkeiten. Wenn du dich über die Höhe der Ausgaben beschwerst oder sie nicht allumfänglich unterstützt, dann fühlen diese sich ungeliebt und sie hassen dich dafür. Drittens, Narzissten hassen Langeweile. Wehe, der Alltag hält Einzug oder aus der Sicht von Narzissten fehlt die Abwechslung. Und das geschieht oft erstaunlich schnell. Das ist, was einen Narzissten mehr als alles andere beeinflusst. Nichts und niemand wird diese Leute jemals lange begeistern können. Sex, Liebe, Freunde, Sport, Urlaub, Spielzeug, Autos und so weiter. Es spielt keine Rolle. Wenn für diese Leute der Glanz verblasst, kommt die Langeweile und wenn du sie langweilst, werden diese dich dafür hassen. Viertens. Narzissten hassen Kritik. Narzissten können keine Kritik vertragen und die Dinge, für die du sie lobst, werden irgendwie zur Kritik, die du so nie gemeint hast. Es ist absurd. Wenn du sagst, dein neuer Haarschnitt sieht gut aus, wird ein Narzisst hören, dein Haar sah vorher schrecklich aus. Wenn du solche Leute kritisierst, werden sie dich hassen. Fünftens, Narzissten hassen deine Schwäche. Schon die Tatsache, dass du dich in sie verliebt hast, macht dich verdächtig. Während Narzissten glauben wollen, dass sie überlegen sind, werden diese glauben, dass du wirklich schwach, dumm und ihrer nicht würdig bist. Zumal du ja auf sie hereingefallen bist. Sechstens, Narzissten behandeln dich so schlecht, wie du es zulässt. Die meisten Narzissten sind sehr wenig einfühlsam und ziemlich egoistisch. Sehr vorsichtig formuliert. Und das, gepaart mit ihrem schwachen Selbstwertgefühl, führt dazu, dass sie fast jeden abwerten, der sich dieses Verhalten gefallen lässt. Indem sie andere abwerten, fühlen sie sich überlegen. Da du praktisch schon weitgehend entzaubert wurdest und aus deren Sicht nun nicht mehr viel zu bieten hast, bist du enttäuschend. Zumindest kannst du für den Frust herhalten und deren defizitäres Selbstwertgefühl steigern, indem diese dich abwerten. Wenn du dir das gefallen lässt, werden diese es öfter tun.
Schließlich werden sie dich dafür verachten, weil du es zulässt, dass sie dich herabsetzen. Siebtens, Vertrautheit ist für Narzissten ernüchternd. Eine der Nebenwirkungen der Partnerschaft ist, dass die räumliche Nähe die Illusion zerstört, dass der Partner ein magisches Wesen ist, das nicht unter den üblichen menschlichen Unannehmlichkeiten leidet. Verdauungsstörung, eine laufende Nase, Verstopfung oder gar Kopfschmerzen oder eigene Bedürfnisse. Da Narzissten wenig Empathie zeigen und nur das schätzen, was ihnen perfekt und besonders erscheint, kann diese Konfrontation mit den Schwächen von Partnern sehr ernüchternd für sie sein. Sie dachten, sie hätten einen ganz besonderen Menschen als Partner. Und jetzt erkennen sie, dass diese Person ein ganz gewöhnlicher Mensch ist. Achtens. Narzissten nehmen, was sie bereits haben, als selbstverständlich hin. Narzissten sind ständig auf der Suche nach dem nächsten Beweis dafür, dass sie etwas Besonderes sind. Wie heißt es so schön? Die Äpfel im Nachbarsgarten sind stets leckerer. Narzissten laufen vorzugsweise dem nach, was gerade außer Reichweite zu sein scheint. Der aktuelle Partner ist bereits ergattert, es ist eine Beute, die sie bereits gefangen haben, und aus diesem Grund wirst du jetzt als selbstverständlich angesehen. Neuntens, du hast hinter die Maske gesehen. Entweder ist es schon geschehen oder sie gehen zumindest davon aus, dass du hinter die Maske geschaut hast und deren wahre Natur nun erkannt oder zumindest erahnen kannst. Und das bringt Narzissten in Kontakt mit tiefen Ängsten. Sie hassen dich dafür, dass du sie als das erkannt hast, was sie sind, und sie meinen, dich hassen zu müssen, damit deine Sicht keine Bedeutung hat. Fazit. Narzissten sind ständig auf der Suche nach neuen Quellen für ihre narzisstische Versorgung. Wenn sie nicht in der Lage sind, etwas zu erreichen, das sie vorübergehend überlegen und besonders fühlen lässt, dann werden sie auf Abwertung, Belehrung, Kritik und Mobbing zurückgreifen, um jeden zu demütigen, der ihnen das durchgehen lässt. Und oft sind das die Partner. Ja und? Mögen dir solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was toxische Zeitgenossen wie Narzissten für eine unangemessene Sicht auf sich, die Welt und dich pflegen. Schieb dem einen Riegel vor und lass dich von Narzissten nicht so unangemessen behandeln. Es sind deren Probleme. Du kannst ihnen nicht helfen, zumal sie das nicht wirklich wollen. Also lass das, darauf liegt kein Segen. Hast du Erfahrung mit Narzissten, deren Verhalten, Fragen oder respektvolle Kommentare, dann bitte tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns, machen wir uns Mut. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.